Simon! Ole, bist du hier? Bin dabei. Ganz klasse.
und die Glocke an. So, an der Stelle mal einen Zwischenstand. Wir haben schön, Peter. Komm mal. Komm Schatz, schön, super. Komm Sven. Komm Andrea, schön. Bitte aufpassen hinten im Auslauf. Bitte aufpassen hinten im Auslauf. Fettlaufen. Wir machen sofort die Siegerehrung. Für die Frauen, für die Senioren und für die Senioren. Ja, haben wir den abgehenden Deutschmeister hier gerade bei mir stehen hier. Ja. Wie sieht's da aus? Wie hast du hier in der Meinung gefallen? Das ist das erste Jahr für die Leute, ne? Ja, also mir hat es ganz gut gefallen. Ich weiß, ich bin hier schon sehr tief, aber mir hat mein technischen Fähigkeiten schon nicht mehr gegeben, weil ich das eine Fahrkarte alles fahren kann, also alle hören. Insofern macht das natürlich Spaß. Wie sieht es denn aus in 3 Wochen? Der Rennen ist wieder da, aber jetzt schon eine Stunde. Also da, wo ich in 3 Wochen bin, da ist mein Kurs, ich bin auf einer Fortbildung, ich werde meinen Titel nicht verteidigen. Das steht aber schon seit einem halben Jahr etwa fast. Also ich mache es genauso wie Malte, also ich fahre jetzt auch das deutsche Meistertrikot bis die Woche vor der Deutschen und dann können die Lande dran schreiben. Hey, das ist für mich jetzt völlig davon, aber okay, man kann sich alles wissen. Und ihr freundlicher Liebhaber, dass ihr den nächsten Dreh auch hier gefunden habt. Und im Rahmen des Events-Cups lebe ich nächstes Jahr wieder. Ja, also ich bin ziemlich sicher. Also kann ja auch durchaus sein, dass ich nächstes Jahr nochmal um die Deutsche mitkämpfe, aber ich bin da mit mir im Reinen dieses Jahr. Also ich habe mich nicht so vorbereiten können wie letztes Jahr. Also das ist ja nur ein Eintagesrennen und die Entbehrung, die man vorher hatte, 2-3 Monate, die sieht ja keiner. Insofern ist das für mich sicher alles ein bisschen entspannter. Aber ich kann versprechen, nächste Woche Deutschland Cup in Hamburg auf Ansagen. Also da wird ziemlich sicher der Sieg nur über mich laufen. Also sprich auch wenn, wird sich da warm anziehen müssen. Also das ist eine ganz klare Ansage. Das weiß ich auch schon. Ich vor seinem Heimrennen, aber da werde ich einmal zeigen, dass ich doch jetzt so viel fit geworden bin. Ja, das sind klare Worte und wir werden das verfolgen. Da kommt die Siegerin der Frauen, dann habe ich das wenigstens noch gleichzeitig mitgekriegt. Herzlichen Glückwunsch. Das ist Ulrike Lichtenstein von Antoine Kowski und super! Schön. Ja, da war es vereinzelt. Matthias Ottenburg, nach hinten. Matthias.